Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alles Gute fürs neue Jahr, dass das besser werde wie das letzte. Ich möchte mit euch in das Jahr starten, indem ich euch einen kleinen Einkauf bei der Firma Sia Nails vorstelle. Und wir legen auch schon los. Ich zeige es euch erstmal so. Dann so. Ich habe bei einem, also eingekauft habe ich das schon letztes Jahr. Und da habe ich schmerzlichst festgestellt, dass ich doch gar keine Herbststicker habe. Habe das nachgeholt, da sie im Ausverkauf waren, beziehungsweise reduziert waren. Habe ich gekauft. Diese hier. Ihr seht, das sind Ahornblätter in schönen Farben. Hier mit Eicheln. Dann hier verschiedene Winterblätter, Herbstblätter und das machen wir so rum, ist es besser auch. Gekostet haben die Sticker jeweils 69 Cent Herbstmotive. Das sind selbstklebende Sticker. Auch wichtig für mich war das One Stroke Gel Black. Damit kann man auch stempeln, wurde in einem Video gesagt. Ich bin gespannt, ich werde es mit euch gemeinsam testen. Das One Stroke Gel Black hat 7,70 Euro gekostet und das gleiche in Weiß ebenfalls für 7,70 Euro. Und ihr seht schon, das ist sehr dick in der Konsistenz. Ich reinige mal fix meinen Spatel. Moment, ich muss die Musik ausmachen. Sonst gibt's Probleme. Ja. Also das ist echt dick in der Konsistenz und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das verarbeiten lässt. Wie gesagt, gesehen habe ich es in einem Video, dass man damit auch stempeln kann. Und ihr wisst, ich probiere gerne mal aus, habe mich dazu entschieden, das zu testen. 7,70 Euro. Es sind noch drei Shellac Gel Polish neu bei mir eingezogen. Einmal Malve. Ich schüttel es jetzt absichtlich nicht auf. 7,70 Euro. Kann euch das aber gern schon mit auftragen. Also ich habe hier keine Farbschlieren oder Absatzschlieren drin. Das heißt, es muss schon mal von der Farbe her nicht aufgeschüttelt werden. Und das liegt jetzt schon eine Weile, ne? Möchte ich mal behaupten. Bestellt habe ich das. Wartet, ich kann es euch mitteilen. Am 13.12. Ja. Also, das ist Malve. Nicht aufgeschüttelt. Gel Polish Dove. Das sind jeweils 7,5 Milliliter drin. Das schaut so aus. Man kann ja an Farben nicht genug haben. Und die Deckfähigkeit ist auch bombastisch. Wie ihr sehen könnt. Ein dünner Auftrag reicht schon aus. Ebenfalls 7,50 Euro. Nein, 7,70 Euro. Entschuldigt bitte.
Ich weiß nicht, was ich mit 50 habe, 50, aber es sind 7,70 Euro. Und das Bubblegum. Auch hier eine hervorragende Deckfähigkeit. Wunderbar. Ich habe mich nicht verkauft. Wie gesagt, ich habe das erste Mal bei Sia Nails bestellt und bin begeistert. Also alle drei Farben, sehr schön. Die lasse ich jetzt mal kurz anhärten und dann komme ich wieder zurück. Da ist er auch schon wieder. Die drei Gel Polish Farben härten mit Schwitzschicht aus. Das heißt, man muss sie dann noch versiegeln. Ich mache mir aber erst mal einen Kaffee, weil die Nacht war kurz durch den etwas unerwarteten Sturm. Hatten wir nachts Einsatz, das heißt um 2 Uhr raus aus dem Bett, Mülltonnen einsammeln und ja, die Blumenkästen. Einen hat's verabschiedet. Gut, ich bin gleich wieder da und dann testen wir die One-Stroke-Farbgele Black und White zum Stempeln. So, meine Lieben, ich habe das jetzt mal vorbereitet. Ich habe hier meinen Tipp. Ich mache zwei verschiedene. Einmal den Tipp, der Schwitzschicht entfernt und anmattiert ist. Und einmal den gleichen mit Schwitzschicht. Ich habe über das Foliendesign noch eine Schicht einfasend Gel gesetzt. So, starten wir jetzt mal mit dem One-Stroke Gel in Schwarz. Meine Stempelplatte ist vorbereitet, das war eine neue, die hatte ich mir mit Aceton gereinigt, trocken gemacht. Und jetzt kommt, muss ich erstmal wieder auf Pinselsuche gehen. So. Also Tipp liegt hier, das da, so. Ich möchte jetzt mal mit etwas Schwarz, ach, fangen wir mal mit dem hier an. Das trage ich mir hier auf. So, ich hoffe, ihr seht es trotz Spiegelung durch die Lampe. Dann ziehe ich mir das ab. So. Gleiches Prozedere wie hier, aber hier seht ihr schon, ihr müsst gründlich abziehen, weil sonst habt ihr durchs Abziehen Streifen. Ich glaube, man sieht es. Also nochmal und am besten ihr nehmt in Stempel, also jetzt nicht unbedingt euren Clear-Stempel, den ihr nicht mit Aceton oder Cleaner reinigt. Das wollte ich nämlich gerade machen. Ich nehme jetzt mal den hier, den kann ich dann auch mit Cleaner reinigen. Also nochmal gründlich reinigen. So, da war er unten und voller Fussel. Na klasse. Ich reinige mal kurz mein Stempelkissen. Auf ein neues. Es tut mir leid wegen der Spiegelung, aber ohne die Lampe sehe ich nicht viel. Ich habe jetzt absichtlich mal etwas weniger Farbe genommen. Gründlich abgezogen. Ich möchte es jetzt nochmal mit meinem Original Clear Jelly probieren. Ja. Ach Leute, heute ist nicht mein Tag. So. Also, Clear Jelly gesäubert, ohne Druck und da ist das Motiv. Und jetzt setze ich mir hier mein Motiv auf. Ihr seht's, das ist schön drauf. Ich habe sogar noch was auf dem Stempel. Und konnte die Sternchen
ein zweites Mal stempeln. Ja, und da das jetzt ein Gel ist, verläuft es nicht hier auf dem mattierten Untergrund. Man kann sich Zeit lassen, das ist schon mal sehr positiv. Ich reinige jetzt mal mit meiner Fusselrolle. Entschuldigt bitte, also das Jahr hat beschissen angefangen. Ich möchte euch aber hier nicht die Ohren zuheulen. Ich möchte einfach nur, ja, mit euch gemeinsam hier das mit Würde über die Bühne bringen. So, das Ganze. Also, auf mattiertem Untergrund funktioniert schon mal super. Das Ganze lasse ich jetzt mal aushärten oder anhärten. Dafür tue ich das für 30 Sekunden in die Lampe und reinige mal meine Stempelplatte. Jetzt haben wir den Tipp, wo ich das Einphasengel, was ich über die Folie gesetzt habe, nicht die Schwitzschicht abgenommen habe. Ich bin gespannt wie ein neuer Regenschirm. Ich massiere mir wieder das Gel so ein bisschen in die Ausstanzung ein. Ziehe es mir ab. Ohne Druck drüber. Ihr seht, funktioniert. Und jetzt in die Schwitzschicht. Auch hier funktioniert, man sieht es nur nicht so deutlich. Und ein zweites Mal drüber gehen funktioniert auch nicht wirklich. Das Problem dabei ist, wenn man jetzt die Schwitzschicht auf dem wenn man die Schwitzschicht drauf lässt, schwimmt der Stempel. Ja? Und dadurch, dass ich dann einen Film drüber lege, kann man auch kein zweites Mal stempeln. Also hier, das lasse ich auch aushärten, hier, wie gesagt, meine Empfehlung, das Motiv auf eine anmattierte Fläche setzen. Ihr könnt auch einen Versiegler nehmen, ohne Schwitzschicht in matt. Wenn ihr wollt, probieren wir das auch noch aus. Dazu bereite ich mir mal noch einen Tipp vor. Der nächste Tipp, matt versiegelt, also direkt über die Folie habe ich jetzt einen Mattversiegler gesetzt. Und auch hier das gleiche Prozedere. Dürfte aber vom Prinzip her gleich funktionieren, wie als wenn ich den Tipp anrauen würde, sprich mit dem Buffer. Gut. Absolut streifenfrei muss das Motiv dann sein, wenn ihr die Farbe abgezogen habt. Weil die Streifen nehmen wir mit auf den Tipp drauf. So, der Streifen hier oben, das ist nicht so problematisch. Den kriege ich mal weg. Da. Und ebenfalls ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ihr seht's. Und vielleicht kriegen wir die Sternchen hier ebenfalls ein zweites Mal drauf. Ja, wenn auch nur etwas schwächer. Gut, meine Lieben, ich lasse die ganzen Tipps jetzt aushärten, versiegel die und zeige euch dann das Endergebnis und dann beenden wir das Video auch schon. Sollte ja eigentlich bloß eine Produktvorstellung sein. Sprich, einen Einkauf wollte ich euch zeigen. Aber ihr wisst ja, ich bin neugierig, ne? Und das, meine Lieben, ist das Endergebnis. Anmattiert mit Buffer, in die Schwitzschicht und mit Versiegler in matt, draufgestempelt und dann glanzversiegelt.
Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Wenn ich euch sagen soll, was für mich am einfachsten war, war das hier, dann das. Das mit in die Schwitzschicht stempeln empfehle ich keinem, weil wie gesagt, der Schwämbel stimmt, verschwimmt und man kann ihn nicht gut platzieren. Und damit sage ich, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bye bye, eure Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. PS, der Link zu Sia Nails, den findet ihr unten, wie immer, in der Infobox.